Jo Freunde, was geht? Willkommen zurück auf unserer Farm. Und zwar hatte ich mehr oder weniger mehr Bock auf einer eigenen Map zu zocken, jetzt nicht diese Standard-Map. Und zwar haben wir jetzt die Mühlenkreis Mittelland. Es ist eine, ursprünglich ist es eine Karte aus dem 19er noch mit draußen. Die wurde aber umprogrammiert, sage ich jetzt mal. Und diesmal machen wir es so, dass wir nicht zusammen Landwirtschaft machen, sondern dass Joker sich einen Hof macht, wo er halt Pflanzen machen möchte oder so, hatte er vorhin gesagt. Ich mache halt reine Landwirtschaft, also halt Feldarbeit und so. Du machst Felder, ich mache einen Industriehof mit Tieren und Forst und was weiß ich was und halt gerade so. Genau, und ich habe jetzt hier vorne den Hof und den richten wir uns jetzt mal gemeinsam ein. Jetzt haben wir auch die Frage, wie wir unseren Land greifen können, also welches Abfluss wir haben. Na gut, das stimmt. So, ich mache mir hier mal meine Fahrzeughalle tatsächlich hin. Wir müssen. Ich sag jetzt einfach ZS für Zockerschuhe. So, hier haben wir unsere Halle mit Werk. Mach ich jetzt einfach, ja, ignoriert mich ja eben. Ich ignoriere dich nicht. Ich habe bloß keine Antwort darauf. So. Deswegen mache ich jetzt ZS für Zockerschuhe. Okay. Ich Joker 001. Mein neues Fahrzeug. So, kaufen. Okay, ich muss mal ein bisschen Zeit vorschmeißen, dass ich mir ein kleines Startkapital holen kann. Mach ich auch gleich. Ich habe mir erstmal ein Auto geholt, damit ich überhaupt zu meinem Hof fahren kann. Ich muss mal weg von dir. Oh, ich habe die Schilder nicht drauf. Scheiße, ich muss nochmal runtergehen. Jetzt fahre ich Auto. Oh, ja, ich gehe kurz nochmal kurz runter. Ich speichere kurz und gehe die Schilder auch. Ich habe die ganz vergessen anzuwählen. Ich gehe die Schilder holen. Ja, sorry, ich gehe mal kurz in Techniker und hole die Schilder. Ich muss mal kurz ein paar Schilder holen. Ich muss mich mal kurz hier auf den Stream stellen. Genau, welche Kategorie waren die? Geld verdienen oder so, ne? Ich muss die nur noch anwählen. Ich habe die ja schon rund. Regierungsschilder, diese beiden grün, ich glaube. Ja, ich muss die halt wieder runterladen. Generation. Ich muss die halt runterladen. Weil ja, alles komm gut. Ich euch wieder rauf. Ja, Weihnachtspaket. Ich stelle mir jetzt mal einen Weihnachtsbaum auf, der komplett hässlich aussieht. Täglicher Unterhalt 1 Euro pro Tag. Perfekt. 11 Euro? Okay, 1 Euro pro Tag und 2 Euro macht er pro Stunde auf schwierigster Schwierigkeit. Mhm. Oder Mobilfunkmast, der 1000 Euro kostet und 20 pro Tag bringt. Ja. Ich mache einfach so einen Solarpark. Ich mache nichts anderes. Ich mache einfach nur, ich klatsche alles mit Solaranlagen voll. Ich stehe daneben noch ein Hotel und das war's dann. So, das war meine S-Gameplay. Ich komme dann in 5 Jahren wieder. Sag, wenn du die drauf, wenn du die installiert hast. Ja, die ist schon längst installiert. Ich habe mir bloß gerade andere angeguckt. Ich glaube, ein paar Jokes gemacht. Dann werden die rausziehen. Zum Minimum nicht mehr beitreten kann. So, mit S und O. Spiel beitreten. Geht nicht. Können wir auch keinen Livestream ansehen. Wieso, ich stream doch schon? Nee, der Profil gibt's auch, wenn wir jetzt die Option Livestream ansehen. Keine Ahnung. So, ich bin jetzt wieder drauf. Ich verbinde. Aber ich konnte noch nicht verbinden, also war ich wahrscheinlich nur der Karte. Beziehungsweise ein paar Mal sperren. Ein paar Mal ging's dann, hat er mir erzählt, die Mods. Ja. Und er findet die auch nicht. Nee. Nö, nee, der Suche stehst du auch noch nicht. Bist du wirklich drauf? Binden? Nö. Ja, das wäre jetzt mal interessant. Es gibt wirklich 160 Leute, die Mühlenkreis Mittelland spielen. Es gibt einen, der spielt aber alleine und sein Map heißt Alle Willkommen. Ja. Aber 0 von 6, 1 von 6 Spieler wollte ich nicht haben. Traurig. Hey, jetzt geht's. Jetzt? Kann ich Gott. Dauert, glaube ich, einen Moment, bis du dann richtig drin bist, dann checkt das erst. Ah, jetzt. Ist dein Fahrzeug schmutzig, säuber es mit einem Hochdruckreiniger. Haben wir alles drauf. Ich stand da gerade als Tipp. Mit dem Beinwickler kannst du sein Grasbein in Silagebein umwandeln.
Ja, später mal. So. Ich sehe schon wieder bei dir auf dem Hof. Ja, weil du noch kein eigenes Farmhaus hast. Stimmt, das muss ich gleich auf meinem Hof bauen. Also mein Grundstück, was ich jetzt Hof benutze. So, jetzt muss ich aber erstmal die Ausfahrt hier finden. Ah, ich hab sie gefunden. Nee, falscher Blick, ich meine in die Richtung. Ihr könnt sogar Leon mitspielen oder irgendeiner, wie die alle heißen. Ja, dann bin ich mit Lust drauf, bitte. Glaube ich aber nicht. Hm? Vor allem musst du ja da sein, weil das jetzt deine Map ist. Ja, stimmt. Ja. So, erstmal kommen, dann ist es in meinem Hof kommen. Erstmal weg von dir. Dabei mit diesem Pickup, der viel zu schnell ist, erstmal wieder klarkommen. Mein Handy liegt ja hinten, ich hab keinen Bock da jetzt hinzugehen. Oh, hier kommt ein neuer Ort. Mal gucken, was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Frohtime. Wo ist überhaupt? Wo ist überhaupt? Ach da, ich bin dran vorbeigefahren. Ja, der hat irgendwie eine richtig komische Zufahrt, die ich jetzt mal lernen muss. Hast du diesen da hinten in dieser Kurve? Ja, den im Feld 74. Das ach ja, den. Hab ich mir gekauft. Müsst du auch sehen, wenn du auf Land gehst. Ja. So, ich fahre jetzt der Frau durch die Wäscheleine. Einfach weil hier vorne gleich mein Feld ist. Und durch den Wald fahre ich auch noch. So, Feld 74 und Feld 72 wird jetzt erstmal geklärt von dem Geld, was ich da habe. Ja, das wird erstmal gekauft. Das gehört jetzt mir. So. Na? Jetzt darf ich da rüberfahren. Habe ich gerade gekauft. So, hier habe ich eine kleine Betonfläche gefunden. Hier steht mein Pickup. Also gehört das jetzt mir. Ich habe schon vorhin gekauft. So, jetzt kann ich ja auch irgendwo so ein Schild aufstellen, um die 5 Millionen zu generieren. Ne? Oder vielleicht sogar mehr, aber du weißt das schon. Ich spule jetzt schon mal die Zeit so ein bisschen vor. Ja, warte mal kurz, wie ich im Bauhaus bin. Bauen. Vielleicht vergesse ich das Schild auch einfach irgendwo. Wer weiß das schon? Generatoren. So, wie viel bringt das alles? 8,4 Millionen pro Monat? Ja. Ja, also stellen wir jetzt einen Monat auf und dann ist gut, ne? Ja. Ja, okay. Hab ich aufgestellt. Das ist regierungssubventioniert, mein Wald hier. Also es ist ein echt weitiges Gebiet hier, muss ich sagen. So im Feld von meinem Hof zu fahren, bin ich mal spannend, weil ich muss durch einen Wald. Cool. Weißt du, so um mein Feld rum ist Wald. Also hier ich weiß. Kleines, ja, meine kleine Betonfläche, die ich hier gekauft habe. Dann kommt ein Stück Wald und dann kommt das Feld. So, eins mal annehmen. Ich guck das Schild an. Es wird nicht lange hier stehen, also gut angucken, gut einprägen. Jetzt wird nur einen Monat hier stehen, dann wird's abgefällt. So. Und dann gleich mal gucken, was ich hier so schönes mache. Also haben wir gleich erstmal teure Maschinen gekauft. Das habe ich hier. Jetzt richtig eingepaid. Was brauche ich? Ich überlege halt so alle teuren Sachen zu kaufen. So Kartoffeln, Rüben, Zuckerrohr, Baumwolle, Trauben, Oliven. Ne? Mach das. Ach, Forstmaschinen. Ich meine, ich habe hier eh schon mal einen Wald. So, ich was kann mir auch alle Maschinen kaufen, mal gucken, wann ich sie benutze. Warum bist du auf einmal Booster? Jetzt habe ich Hilfe, jetzt habe ich Angst. Erstmal Licht anschalten. Frage, was halt du jetzt machst. Ich mache jetzt Feld, also halt Landwirtschaft, Getreide und sowas. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe überlegt, sowas wie Oliven oder so vielleicht mal anzubauen. Weißt du, was Neues ist? Das? Aber gucken, ich sage jetzt, vielleicht komme ich mir auch gleich noch ein zweites Grundstück, wo ich meine Fabriken drauf bauen werde. Das ist eine gute Frage. Wo baue ich meine Fabriken eigentlich hin? Das ist ja deine Sache. Ja, das überlege ich mir jetzt aber.
Anhänger. Wo gibt es ein schönes Grundstück, wo ich Fabriken aufbauen kann? Ich meine, ich kann einfach das Biomasse-Kraftwerk kaufen. Ne? Weil je nachdem geht das. Weil ich mache hier wirklich so eine Forstwirtschaft, und weil hier sind ja übelst viele Bäume auf der Ecke. Und nutze die Felder halt einfach dafür, hier dann die Fabriken bauen oder die Fläche hier. Ja. Ich bin mir da immer auch unsicher. Frage ist, wann wollen wir das Schild abreißen? Wenn wir 5 Millionen haben oder so. Ich habe 6,8, deswegen frage ich. Ich habe 3,9. Warte, ich kann das aber auch schnell ändern. Ich muss mir kurz eine neue Maschine kaufen. Ja, yes, ne. Du willst zum Ziel und von Anhängen von Maschinen. Fällt Bäume und schneidet sie auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall. Erstmal so ein richtig teurer Baum. Ja, aktuell habe ich glaube so. Ich habe jetzt 5,3 Millionen, das müsste glaube ich reichen. Ja, 7,8 Millionen, das reicht auch nicht. Warte, sobald ich den Modus finde, wird das Schild wieder abgerissen. So meint es weg und Zeit wird auch wieder. Auswählen. So, ich habe Akku. Und eine riesen Forstmaschine, dann fahre ich jetzt mal. Guck mal hier. Ja, weißt du, ich glaube, so weißt du auch so bald, aber ich glaube, ich würde einfach, weißt du mal, so Forst, was ich halt. Ja, ich bin gerade dabei, mein Mähdrescher auf mein Mähwerk auf meinen Anhänger zu bringen. Ich habe hier eine riesen Forstmaschine. Ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung die fährt. Ich glaube, die sind falsch. Ja, die sind einfach nur sehr verwirrt aus. Die Sache ist, ich könnte noch nicht halt so, wie gesagt, so für links machen. Vielleicht auch deine Sachen hier verkaufen hat. Ja, du lieferst mir die und ich gebe dir einen. Und halt vielleicht zum Forst geschafft, weil ich bin nochmal kurz, ich bin jetzt hier oben. So schräg über Händler. Und hier hinten sind jetzt wieder Bäume. Deswegen Forst geschafft. Oh nein, mir wächst wieder runtergefallen, danke. Und dann vielleicht später Tiere, aber es kommt dann vielleicht auch drauf an, was du später für Felder hast. Zum Beispiel mir das. Futter ist nicht mal so, sowas gucke ich dann. Na, ich wollte jetzt erstmal Getreide und Silage und halt Gras, also halt Gras mitmachen, ne? Ja, kann ich ja später Tiere machen, ne? Ja, ich lieb. Ich muss mal kurz den Verkehr ausstellen, der nervt gerade ein bisschen. Ja, ich verstehe dich. Ich habe hier eine riesige Maschine, die gefühlt über zwei Spuren geht. Und ja, also die ist anderthalb Spuren breit, dieser. Jetzt fährt nur noch dieser Zug. Ja, die Autos haben gerade schon ein bisschen gestört. Ja, ich würde glaube ich jetzt mit Holz anfangen. Vielleicht mal gucken, was wir vielleicht brauchen. Ich würde jetzt mal Weizen oder sowas, brauche ich vielleicht wieder eine Bäckerei, wie wir sie haben. Ne? Und hier sage ich die ganze Zeit, ich habe nicht mehr. Ich werde mal gucken, was wir für Fabriken haben. Ich werde es noch nicht. Ich meine, ich habe 8 Millionen, aber ich will es noch nicht alles ausgeben und sagen, links hier, ich baue jetzt die Fabrik dahin. Ne? Kann man auch mit der Zeit dann nicht wieder. So, mein Mähdrescher kommt schon mal wieder in die Halle. So, jetzt wird interessant, wie ich überhaupt Zufahrt zu meinem. Weil irgend so ein Volltrottel hat hier so ein paar Häuser gebaut. Irgend so ein Volltrottel. Ja, ist doch so, vor meinem Haus schöne Häuser, wo ist die Zufahrt? Du musst bedenken, meine Maschine ist anderthalb Straßenspuren breit. Und hier ist so eine Mini-Straße, die da reinführt mit 30, wo gefühlt noch Kinder spielen. Ja? Das ist ein bisschen schwierig. Okay, das ist echt interessant, die Hochzufahrt. Vielleicht muss hier nochmal eine Abrissbirne vorbeikommen. Kann ich die verkaufen, die Häuser? So, mein. So, wo steht das Dingshexelwerk jetzt, was ich haben wollte? Da.
Hallo, kannst du da mal rummanövrieren? Geht doch. Mich? Nee, ich schreie doch gar nicht, ich spreche ganz normal. Weil du mich im Discord so laut gestellt hast. Ist doch schön. Oh, jetzt bin ich wieder in deinem Traktoren, Großtraktoren. Fendt Arcto 1500. So, das ballern wir damit rein. Genau, Radwichte. Genau. So, ich meine, das sieht jetzt komplett hässlich aus, aber es nutzt die nicht, ne? Ich baue einfach so ein Mini-Farmhäuschen. Mach das. Nur so. Ja, das billige baue ich jetzt einfach. Einfach nur um ein Haus zu haben. Ja. Noch irgendein Träger, den ich brauche, vielleicht einen kleinen für den Hof. Das kommt direkt aus Löwenzahn angefahren. Noch so ein Teleskoplader bräuchte ich noch. Den. Werkzeuge, Gabel. Ballern wir mit rein. So. Saattechnik. Dann nehmen wir die. Biogasanlage braucht keiner. Ach so, ein Schwader brauche ich noch für nachher. Du willst ja am Anfang erstmal Getreide machen, ne? Genau, dafür auch Ballen und sowas, ne? Ja. Das heißt, ah, ich habe eine Getreide. Haschkekse. Sache ist, es macht durch einen Unterschied, ob ich die Getreide nehme, die Waren oder die Farben. Das weiß ich nicht, ob es da Unterschiede gibt, ich habe ja noch nicht gezockt. Also zu die, die wir uns waschen, ich glaube, damit sind wir nicht. Es geht zum Kartoffelsortieren. Der macht besser eine Kartoffelpause, weil sie Kaffee natürlich machen. Ja, besser eine Kartoffelpause. Die hatten wir letztes Mal auf der alten auch mit drauf. Doch. Sortiere mit Backer. Ah, ne, man hat verschiedene Kartoffeln. Bei Kartoffeln will ich auch noch. Das ist gut. Ich gucke gerade Brotproduktion Spollen, die kann auch gut. Ja. Diese Brotproduktion, was ich meinte. Ja, Salate war das noch, die kann man auch. Und das Ding geht noch mit drauf. Ich überlege halt gerade, welche Produktionsstätte ich baue. Wir haben so viele zur Auswahl. Aber wie dumm ist diese Hofproduktion? Bei der kostet jedes Gebäude nur 10k. Ja. Die macht doch direkt Mehl. Wie dämlich ist die? Du kostet 10k. Ja. Und macht direkt Mehl. Brot und Kuchen ist klar, macht die mal dicker auch. Und wir haben so wie gedacht, die kostet nur 10k. Ich fand es übelst cool, weil es so lecker ist. Ich finde es dämlich, dass die so wenig kosten. Deswegen baue ich die, glaube ich, nur für dieses Spezialprodukt, wenn wir die später machen.
Und bauen wir jetzt erstmal eine stinknormale Getreidemühle. Weil die andere. Nein, ich mache das keinen Unterschied, ob ich nun die von der Verpackungsanlage mache oder die normale baue. Ich glaube, ich baue die stinknormale. Hm. Die Stäbchen hier. Gib mal kurz was zu essen im Chat. Ich hab deine Schaufeln beiseite geschoben, mein Ding. Ja, okay. Ja, und der Mitgänger ist ein Meme. Ist halt der Mitgänger ist ein Meme? Ja, der steuert sich komplett beschissen, ich zeig's dir gleich. Okay. Wo steht noch da? Wo steht er noch? Bei Fahrzeug endlich. Ach so. Also denkst du, ich fahre mit 12 km/h mit dem Ding nach Hause. Aha. Ich fange dann mit 20 km/h mit meinem Holztransporter an. Okay. Da ich aber ein paar Fabriken gebaut habe, ne? Also, was ist los? Halt die Sägewerken, ja. Ölmühle und Getreidezeug. Wo Ölmühle, weil ich habe Sonnenblumen auf meinem Feld, weil ich gekauft habe. Ja. Das können wir verarbeiten. Das habe ich gekauft. Aber wenn ich mir die zweite Forstmaschine kaufe, es ging nicht, weil es zustand. Und ja, dann musste ich ewig warten. Und dann habe ich diesen Mitgänger hier gekauft. Den konnte ich noch kaufen, dann war und ja. Achso, grobe. Grobe. Ja. Ich kann doch sagen, er steuert sich echt beschissen. Oh, jetzt der Anlieferplatz noch blockiert oder gar was weggeschleppt. Ja. Das steht halt alles vor. Ja, ich komme jetzt mit meinem Fan drüber gebreitet. Ja, dann kannst du dir angucken, wie ich aufzähle, wenn ich möchte anfangen. Moin! Moin! Guck dir mal an, das lenkt bloß so ganz leicht, ne? Ach du Scheiße. Ja, ich stell den einfach, glaube ich, das kommt mit beiden LKW, da stell ich ihn einfach drauf. Da steht er dann einfach Apple, um da zu stehen. Ach so. Aber ich habe heute ein bisschen so. Hast du dir jetzt dieses große Lager gekauft? Was ich da mit reingepackt hatte für dich, das Palett, dieses Lager, wo du halt Sachen zwischenlagern und verkaufen kannst, wie zum Beispiel Big Packs, Paletten und sowas. Keine Ahnung. Ich wollte gleich mal auch, wollen wir jetzt auch erstmal ausrüsten. Ich wollte halt so die Forstwirtschaft vielleicht schon gemacht, Tiere vielleicht später. Ja. Ansonsten halt so, wie gesagt, sowas wie toll, das auch, ne? Weil das halt auch gleich bearbeiten und du kurz halt andere Sachen machen und klar bezahlen. So, ich habe meinen Mitgänger fahren jetzt nach Hause. Mitgänger? Achso, ja, das Ding. Ist der Fachbegriff. Mitgänger. Ja, Mitgänger. Ah ja. Und das hier ist ein Mitgänger mit Stamm, das ist auch ein Stamm wahrscheinlich. Okay. Für die, die nur hinter die Herz ist, kostet keine. Die Dinge stehen zu verpacken, ja gut. Ich kenne die Dinger, die man so hinterher zieht. Also das Supermarkt. Ist auch ein Mitgänger. Also wenn der Motor ist. Ja. Oh, scheiße, ich bin gerade über das falsche Feld, über die Bahngleise gedonnert anstatt über die Straße. Ja, nee, das ist ja schön. Ja. Also, warte, ich guck mal, ob ich mir jetzt einen. Ach so, ich sollte mal sowas baue ich ja nachher Lesesteine und so ausmachen. Ja, brauche ich auch. Wie gesagt, ich mache auch Landwirtschaft mit, ne? Ja. Aber bestimmt nicht so groß wie ich. Wie gesagt, ich möchte die großen Sachen, die teuren Pflanzen halt machen, ne? Ja, so. Ich mache den John Deere grün. Fruchtzerstörung aus, ne? Aus, Lesesteine ja, aus, kalten nur und Hausunkraut aus. Ich mache meinen LKW John Deere grün. Mit blauen Felgen. Mach das. Kennzeichen nicht so. Ja, mir ist es relativ, ich achte da nicht drauf. Hauptsache der Fahrzeug fehlt. Ich finde das cool. Sie machen das auch so. Ich habe ihn gekauft. Jetzt wollen wir den passenden Auflieger. Wo gibt's den bei Anhänger, ne? Ja, Big Packs. Corny Mineral, viermal verkaufen. Saatgut, auch viermal rein da. Damit ich auch mit meiner Amazone einsehen kann. Ja, ich brauche halt mehr Trauben, halt so alles spezielle Kartoffeln, Rüben, Trauben auf die Maschine. Und ich mache dieses klassische Raps, Mais, Silage, Gras. Wenn du alles. Raps und Sonnenblumen und sowas machst, dann sind ja auch schon verarbeitet.
Wo ist jetzt der LKW? Bei divers. Ja, hab ich auch gerade gewusst, ne? Bei divers. Weil der so divers ist. So pervers. So divers. Ich glaube, ich nehme das Giants Ding. Das sieht cool aus. Ach, diesen Standard. Nee, nicht diesen Standard. Es gibt so ein extra Design von Giants Software. Farming Simulator. Das sieht cool aus. Standard wäre cool. Oder was? Ja, so, dann machen wir. Willst du auch sowas wie Biogasanlage später mal machen? Nee, ne? Wo ich denn Gülle, so halt so, ne, Sachen kaufen kann. Obwohl, dabei mache ich das gleiche Kennzeichen, weil hier kommt ja auch so, ich fahr da mal weiter, ne? Ich versuche mal auf meine Ecke zu kommen. Da ist er. Bum, bum. Jetzt geht mein Fahrer schon weg. Reicht das so? Ja, das ist ja. So, dann brauche ich noch die Einzelsaatkorntechnik, um Mais und sowas anzubauen. Einzelkornsaattechnik, die große. Gekauft. Ich kaufe mir gleich auch einen Sonnenblumenkister, weil ich habe einen ja. Also von Anfang an halt, das war so. Das eine Feld, weil ich gekauft habe, dann so. Ja, da ist Gras, das wird der noch kaputt machen. Aber so nur, ich weiß nicht, also. So, jetzt musst du jetzt. Warte mal. Weg da, weg da, weg da, weg da. So, Klappe öffnen. Du denn da? Was? Wieso machst du es jetzt auf? Machst du irgendwas vor? Ja. Ich muss ja auch was da reinfahren, also ich versuch's da reinzufahren. Ah also, ja. Du hoffst jetzt, denke ich, ja. Jetzt ich fahre mit dem Mitgänger nach Hause, der hat jetzt 12 km/h. Auf dem Anlieger kaufen. Nee, nee, ich jetzt in den LKW, stehe ich da rein. Also ich baue jetzt den Gabelstab und dann stehe ich den da rein. Ah ja. Ich finde es besser, mit dem Gabelstapel zu fahren, als mit dem Gabelstapel. Ja, okay, also ich möchte das nicht so machen, dass die Sachen automatisch verkauft werden. Wäre schon cool, mit so einem LKW nicht zu gehen zu fahren und die Gabel zu verkaufen. Ja, okay. Komm jetzt nicht, ich kaufe jetzt einen großen. Mhm. Geh noch ein bisschen schneller. Um 5 km/h. So. Elektrostapler, um meine Dinge aufzustapeln. So, ich versuche da mal gleich, meinen Dings aufzustapeln. Okay, das will ich sehen. Zack. Wird nicht so schwer sein, zack. Einfach muss den so weit runterfahren, dass dass die Gabeln theoretisch kaputt gehen sollten und dann sich da eigentlich so drunter fahren können jetzt. Und den anheben. Na? Ja. Zack. Oben runter. Okay. Der Gabelstab ist nicht sehr stabil. Ich glaube, das andere, der ist eher zu schwer. Das ist ein fucking Mitgänger. Und das andere ist sollte ein mehrere Tonnen schwerer Gabelstab sein. Ja gut, der Gabelstab ist nicht sehr stabil, muss ich fast sagen. Perfekt. Ich brauche ein bisschen Gabelstapel. Gabelstapel, der auch ein bisschen was aushält. Muss ich gucken.
Ich versuche einen Mitkicker darauf abzustammen.